Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Anne Gerlinek. Guten Abend. Die rot-grün-gelbe Koalition ist als Klimarettungskoalition angetreten. So steht es im Koalitionsvertrag. Doch bevor es mit der Rettung richtig losgehen konnte, kam der Ukraine-Krieg. Und auf einmal bestimmen die Gasreserven der Welt den Reiseplan von Kanzler und Klimaminister. Natürlich kann man der Regierung nicht vorwerfen, dass sie sich um Energie fürs Land kümmert. Nur punkten kann Deutschland damit auf der UN-Klimakonferenz eben auch nicht. Tag 2 des Bundeskanzlers in Ägypten, an dem er sich mit seiner Lieblingsidee, dem sogenannten Klimaclub, beschäftigte und sich auch mit dem äußerst schwierigen Gastgeber anlegte. Goline Atay berichtet aus Sharm el-Sheikh. Lasst ihn frei. Das Motto der Einladung im deutschen Pavillon der Klimakonferenz. Und für seine Freilassung hat die Schwester des Demokratieaktivisten Alaa Abdel Fattah, ebenfalls Dissidentin, enorme Risiken auf sich genommen und ist nach Sharm el-Sheikh gereist. Ihr Bruder, einer der Ikonen des arabischen Frühlings 2011, ist dabei, im Gefängnis zu sterben. Er nimmt seit Wochen keine Nahrung mehr zu sich, nun auch kein Wasser mehr. Ungewohnt deutlich forderte der Bundeskanzler bei seinem Treffen mit dem ägyptischen Präsidenten die Freilassung des Aktivisten. Es ist sehr bedrückend zu sehen, dass hier ein Menschenleben gefährdet ist. Und der Hungerstreik ist jetzt in ein Stadium getreten, wo wir alle befürchten müssen, dass das wirklich zu ganz furchtbaren Konsequenzen führt. Deshalb habe ich und wie ich weiß auch noch viele andere Staats- und Regierungschefs das konkret angesprochen. Im Bereich Wirtschaft ist das deutsch-ägyptische Verhältnis hingegen derzeit tadellos. Dank eines Milliardenvertrags darf die Deutsche Bahn Ägyptens erstes Hochgeschwindigkeitsnetz betreiben. Außerdem sollen, dank deutscher Hilfe, ägyptische Flüssiggasexporte möglich werden. Und will man gemeinsam in Ägypten grünen Wasserstoff entwickeln. Fossile und erneuerbare Energien gleichzeitig, kein Widerspruch für den Kanzler. Das ist verantwortlich, gerade auch dann, wenn man auf dem richtigen Weg ist, nämlich aus den fossilen Ressourcen auszusteigen und sich unabhängig von solchen Importen zu machen. Auch in Afrika fährt Scholz doppelgleisig. Er kündigte heute an, Kenia beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu unterstützen. Zugleich investiert er im Senegal in die Erschließung neuer Gasfelder. Wenn wir als Deutschland und auch vielleicht andere europäische Länder herkommen und jetzt vor allen Dingen in Gas investieren, damit wir das Gas nach Europa importieren und verbrauchen, dann hat es die große Gefahr, dass man so ein Land wie Senegal wirklich in diese fossilen Energien reinbringt. Dabei ist es viel wichtiger, dass wir fossile Energien einsparen und das durch Erneuerbare ersetzen und dann eben auch Länder wie Senegal bei einem sauberen Energiepfad unterstützen. Am Ende des Tages bekommt Scholz eine Bühne, um für seine Idee eines Klimaclubs zu werben. Das Ziel, gemeinsame Regeln, um zu verhindern, dass die Industrie abwandert in Länder mit niedrigeren Klimastandards. Indien und China in diesen Klimaclub mit hineinzuholen, das bleibt derzeit noch ein Wunschtraum für Scholz und die G7-Länder. Seit dem amerikanischen Bürgerkrieg vor über 150 Jahren ist es fast immer so, dass die Partei, die den US-Präsidenten stellt, bei den Halbzeitwahlen im Parlament verliert. Das war bei Trump so, bei Obama und bei Clinton in dessen erster Amtszeit. Die Folge? Weniger Handlungsspielraum, Machtkampf, Stillstand. Es sieht so aus, als ob es auch für den Demokraten Joe Biden so kommen könnte, dessen Zustimmungswerte ziemlich im Keller sind. Aber noch läuft die Abstimmung in den USA und wird beobachtet von Marietta Slomka, die für uns nach Washington gereist ist. Hallo Marietta in Washington. Was macht diese amerikanischen Zwischenwahlen so besonders interessant und wichtig? Hallo aus Washington. Ja, das sind in der Tat keine normalen Midterm-Elections, weil die politischen Zeiten ja einfach nicht mehr normal sind. Dazu muss man sich nur an das erinnern, was an dem berühmten Gebäude hier hinter mir vor inzwischen bald 2 Jahren geschehen ist. Der Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Ich meine, das war ein versuchter Staatsstreich in einer der ältesten Demokratien der Welt. Und die Wahlen heute sind die ersten seit dieser Zäsur.
Und insofern ist das schon auch eine Abstimmung darüber, wie die Amerikaner zu ihrer Demokratie und ihrem Parlament stehen. Gewählt wird heute das gesamte Abgeordnetenhaus, außerdem ein Drittel des Senats, der zweiten Kammer des US-Parlaments, in dem die Bundesstaaten vertreten sind. Und in den Bundesstaaten werden außerdem noch jede Menge Gouverneursposten gewählt. Und welche Weichen da gestellt werden und warum das für die politische Zukunft nicht nur der USA so wichtig ist, erklärt uns Claudia Bates. Hier haben Sie den Daumen auf dem Geld. Der Kongress segnet wichtige Ausgaben ab. Wenn die Republikaner die Mehrheit haben, werden sie die Pläne von Präsident Biden stoppen, so gut es geht. Ob es um Schuldenpolitik geht, um den Haushalt, Ausgaben fürs Klima oder höhere Steuern. Den Demokraten das Regieren schwer machen, wäre das Ziel. Aus Präsident Biden würden sie eine, wie man es hier nennt, lahme Ente machen. Die parlamentarischen Untersuchungen zum Sturm aufs Kapitol würden beendet. Stattdessen wird es Lärm geben, Spektakel, Störfeuer und Ablenkung. Wenn die extremeren Republikaner mehr Einfluss haben, wird das Repräsentantenhaus radikaler. Wir werden viele Untersuchungen sehen gegen den Präsidenten, seine Familie, das Justizministerium. Gewinnen die Republikaner das Repräsentantenhaus, werden sie diese Bühne nutzen, um den gesellschaftlichen Diskurs zu beherrschen. Thema Abtreibung. Das oberste Gericht hat das liberale Abtreibungsrecht gekippt. Viele Republikaner möchten Abtreibung nun grundsätzlich verbieten. Dagegen würde Präsident Biden ein Veto einlegen. Aber seine eigenen Pläne, ein liberales Abtreibungsrecht in ein Gesetz zu gießen, wären ebenso chancenlos. Thema Wirtschaft. Die Lebensmittelpreise und Benzinpreise treiben das republikanische Narrativ. Inflation. Die Mehrheit der Amerikaner glaubt sogar, das Land sei in einer Rezession, obwohl das gar nicht stimmt. Thema Demokratie. In den Bundesstaaten stehen hunderte Republikaner zur Wahl, die der großen und widerlegten Lüge von Donald Trump anhängen, die letzte Wahl sei ihm gestohlen worden. Menschen wie Christina Caramo, die Innenministerin von Michigan werden möchte und dann dort maßgeblichen Einfluss auf die Abläufe der nächsten Präsidentschaftswahl hätte. Und darauf am Ende festzustellen, wer in ihrem Staat gewonnen hat. Ihr wisst, warum ich in dieses Rennen eingestiegen bin. Die Korruption in unserem Wahlsystem ist eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. Caramo hat jetzt schon geklagt gegen Zehntausende bereits eingegangener Briefwahlstimmen. Briefwahl, traditionell stärker genutzt von demokratischen Wählern. Wenn viele Wahlleugner Positionen gewinnen, regional und lokal, hilft das ohne Zweifel den Republikanern bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Trump braucht Leute auf Schlüsselpositionen, die loyal sind und die Wahlen so organisieren, dass es ihm hilft oder die ihn im Zweifelsfall einfach zum Gewinner in diesem Staat erklären. Die Wahlen werden also zeigen, wo das Land hinsteuert. Sie könnten den Boden bereiten für eine weitere Kandidatur von Donald Trump, der schon mehr als nur Andeutungen macht über dieses Vorhaben. Und damit gleich die Frage an unseren USA-Korrespondenten Elmar Thewissen. Also die beiden stehen ja heute nicht auf dem Wahlzettel, Trump und Biden, aber es könnte indirekt doch auch eine Abstimmung über diese zwei sein, oder? Ja, ich glaube, den Republikanern ist es gelungen, das zu einer Abstimmung über Joe Biden zu machen, weil das Thema Wirtschaft eben das Wichtigste ist. Und da geben die Amerikaner Joe Biden schlechte Punktzahlen. Und Donald Trump wartet nur darauf, dass es eine Abstrafung gibt für Joe Biden, weil er will am 15., also nächste Woche Dienstag, eine große Neuigkeit verkünden. So hat er jedenfalls angekündigt. Manche rechnen damit, dass er tatsächlich seine Kandidatur bekannt geben wird für die Präsidentschaft. Ich glaube, es hängt aber wirklich von den Ergebnissen ab. Also wenn es ihm gelingt, möglichst viele seiner Anhänger, Trumpisten, hier in den Kongress zu bekommen, die dann Joe Biden unter Druck setzen können in den nächsten zwei Jahren und gleichzeitig auch in den Ämtern in den Bundesstaaten, Gouverneure, Innenminister, Justizminister genügend da sind, die ihm im Zweifel, selbst wenn er verlieren würde in zwei Jahren, doch noch ins Amt helfen könnten. Ich glaube, dann wird er nächste Woche seine Kandidatur bekannt geben. Jetzt noch mal auf die Midterms heute. So richtig rosig sieht es für die Demokraten ja
nicht aus, also nach dem, was man zumindest so an Prognosen liest und ja, hört. Die Umfragen sind sehr eindeutig, nämlich sehr schlecht für die Demokraten. Aber wir wissen aus unseren Reisen, dass ganz offenbar den Demokraten es gelungen ist, sehr, sehr viele Wähler alleine im Bundesstaat Arizona mehrere 10.000, 30.000 neu zu registrieren. Das sind neue Wähler, die vorher nicht gewählt haben. Und die sind im Grunde genommen unbeschriebene Blätter für die Wahlforscher. Das heißt, man weiß nicht, in welche Richtung das geht. Und die können in diesen engen Ergebnissen wirklich einen Unterschied machen. Und das Zweite ist, viele Menschen weigern sich, den Wahlforschern Auskunft zu geben in dieser polarisierten Stimmung, ob sie für den einen oder den anderen stimmen werden. Also könnten die Umfragen vielleicht auch nicht stimmen. Darauf setzen die Demokraten. Aber zum Schluss muss man sagen, es ist wohl mehr Hoffnung als Realität. Dass die Menschen in diesem Land, was ja eigentlich so frei und kommunikationsfreudig ist, plötzlich sehr schmallippig zum Teil werden, wenn über ihre politischen Ideen und ihre Wahlabsichten die Rede ist. Das habe ich auch jetzt gerade festgestellt. Das war eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich hier in Virginia unterwegs war. Das ist im Speckgürtel von Washington. Kein Wunder, dass es so viele nach Loudoun County zieht, weil es so schön ist. Die perfekte amerikanische Idylle. In den letzten 20 Jahren hat sich die Einwohnerzahl hier verdoppelt. Loudoun County, eine Stunde Autofahrt von Washington, ist einer der wohlhabendsten Landkreise Amerikas und politisch noch in demokratischer Hand. Im Café genießen sie die letzten Sonnenstrahlen dieses Herbstes. Doch wie angespannt die Atmosphäre unter der Oberfläche ist, erzählen uns die beiden Immobilienmaklerinnen Rachel und Yekolia. Weil wir so ein gespaltenes Land sind, ist es für mich echt schwer geworden, eigene politische Ansichten zu äußern, weil ich damit sofort die Hälfte der Leute entweder vor den Kopf stoße oder happy mache. Ein Eiertanz ist das. Es sind wirklich stressige Zeiten. Aus diesem Stress hat Barista Marius seine eigene Konsequenz gezogen. Er will nicht mal mehr wählen gehen, obwohl er Politik studierte und sich in der Lokalpolitik engagieren wollte, bevor er hier im Café anfing. Selbst zu der Lüge von den gestohlenen Präsidentschaftswahlen hat er keine eigene Meinung mehr. Weil wir in diesem Fake-News-Zeitalter leben, finde ich es wirklich schwer zu entscheiden, was wahr ist und was nicht. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich weiß nicht mehr, wer recht hat. Die Flut an Desinformation hat ihn vor allem demotiviert. Verunsicherung, Spaltung und obendrauf die Inflation. Vor allem die hohen Spritpreise sorgen auch in einer wohlhabenden Pendlerstadt für Ärger. Auch in der Restaurantkette Ford's Fish Shack ist die Krise zu spüren. Eigentümer Tony Stafford macht sich eine Menge Sorgen um sein Unternehmen. Für die Preissteigerungen macht er die Biden-Regierung verantwortlich. Er ist Trump-Fan. Er sei zwar nicht mit allem einverstanden, aber Trump habe sein Bestes gegeben. Der Sturm aufs Kapitol am 6. Januar, das war allerdings auch für ihn beängstigend. Ich war damals hier im Restaurant und habe mich geschämt. Ich bin sehr patriotisch und das ist nicht Amerika. Das war enttäuschend und traurig. Dass Donald Trump mit dem Putschversuch etwas zu tun hatte, will er aber trotzdem nicht glauben. Für die Demokratin Phyllis Randall steht das natürlich außer Frage. Seit 2015 ist sie hier die Landrätin, die erste schwarze Frau in diesem Amt. Die Feindseligkeit ihr gegenüber habe enorm zugenommen. Das Ausmaß an aggressiven Mails, die ich bekomme, den täglichen Hass, das gab es so vorher nicht. Das ist relativ neu, seit 2-3 Jahren. Und ja, das macht mir große Sorgen. Aber dennoch glaubt sie an ihr Land. Ich glaube an unsere Demokratie und ich glaube, sie ist es wert, für sie zu kämpfen. Wir sind gerade in einer sehr gefährlichen Situation, einem sehr gefährlichen Moment. Aber wir können vom Abgrund noch zurück. Diese Wahlen jetzt werden entscheidend sein. Sie werden Geschichte schreiben. Und über die Bedeutung dieser Wahlen wollen wir mit einem amerikanischen Politologen sprechen. Jeffrey Rathke ist bei uns. Er war für das US-Außenministerium fast 25 Jahre im diplomatischen Dienst, unter anderem bei der NATO und in Deutschland, und ist jetzt Präsident des Instituts für deutsch-amerikanische Studien an der Johns Hopkins Universität hier in Washington. Hallo Jeff. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen. Ich habe das eben dieser demokratischen Politikerin, die Landrätin, die wir getroffen haben, fand das sehr berührend, dass sie sagte, das ist eine historische Wahl. Hier steht wirklich viel auf dem Spiel. Würden Sie diese Einschätzung teilen?
Absolut. Es steht ganz viel auf dem Spiel. Kurz- und mittelfristig geht es um die Legislative, um die Kontrolle über die Tagesordnung und über die Gesetzgebung für Präsidenten Biden. Längerfristig geht es um die Positionierung für die Präsidentschaftswahlen 2024. Mhm. Und wir haben schon gehört, es gibt wahrscheinlich eine Kandidatur von Donald Trump. Das heißt, wir stehen vor gravierenden Ereignissen, die die USA die nächsten Jahre prägen werden. Und das fängt nicht heute an, aber heute ist ein ganz wichtiger Tag. Und diese Einschätzung, dass die Demokratie ein Stück weit in Gefahr ist, also ist ja doch ein wenig bedrückend, sage ich mal, dass eine große Mehrheit sogar der republikanischen Kandidaten, die heute antreten, sei es Senat, sei es das Repräsentantenhaus, sogenannte Election Deniers sind. Also das könnte man uns Deutsche vielleicht am ehesten mit Wahlniederlagen nicht Anerkenner übersetzen. Also die sagen, also eigentlich wurde unserem Trump die Wahl gestohlen und wir erkennen eigentlich auch Joe Biden nicht an. Das ist doch eigentlich ein Grundprinzip der Demokratie, eine Niederlage anzuerkennen. Ja, das ist ein Phänomen, das wir schon in den letzten paar Jahren bemerkt haben. Da muss man damit kämpfen. Da gibt es schon eine Reihe von juristischen Verfahren und das wird ein langer, harter Kampf sein. Das kann man nicht drum herum reden. Man will jetzt auch keine Schreckgespenster an die Wand werfen. Also manche Beobachter sprechen ja schon von einem Civil War. Das mag vielleicht übertrieben sein, aber dass es mehr Gewalt in der Gesellschaft geben kann, mehr Attentate. Wir hatten gerade das Attentat auf den Ehemann von Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses. Teilen Sie solche Befürchtungen, dass mehr Gewalt in die amerikanische Gesellschaft kommen kann? Naja, wir haben auch festgestellt, dass seit dem 6. Januar und diese Attacke auf das Kapitol, dass die Behörden viel aufmerksamer geworden sind. Und da werden wir auch sehen, dass die auch versuchen, diese Lage unter Kontrolle zu halten. Insofern von solchen Zuständen würde ich im Moment nicht sprechen. Aber natürlich muss man das in Acht haben und darauf reagieren, sobald es Hinweise gibt, dass Gewalt bedroht oder angewendet wird. Nun sind Sie ja vor allem auch ein Außenpolitik-Experte und waren auch lange in Moskau, lange in Europa. Was bedeutet diese Wahl für uns Europäer? Denn das ist ja auch etwas, was sich das deutsche Publikum fragt. Wie wird die Außenpolitik sich eventuell verändern, wenn das Haus zum Beispiel, also im Kongress, das Abgeordnetenhaus dann republikanisch geprägt ist? Also der Effekt von zum Beispiel, wenn wir annehmen, dass die Republikaner 1 oder 2 Kammern erobern, wird das natürlich Einfluss auf die Innenpolitik haben in erster Linie. In der Außenpolitik ist der Präsident bei uns mit erheblichen Mächten ausgestattet und er wird diese Mächte dann anwenden. Wenn wir zum Beispiel von dem Krieg Russlands gegen die Ukraine sprechen. Ja. Es ist wohl möglich, dass der Kongress in den kommenden Wochen, das heißt bevor der neuen Legislaturperiode, ein neues Hilfspaket verabschiedet. Das heißt, dem Präsidenten mit Mitteln ausstatten, damit er seine Politik weiter verfolgen kann. Und insofern muss man sagen, also in der Außenpolitik wird Biden weiter Kurs fahren. Das würde ich, egal was der Ausgang dieser Wahlen sein wird. Das könnte sich dann erst vielleicht nach den Präsidentschaftswahlen wieder ändern. Also zumindest hatte Kevin McCarthy, der ja vielleicht dann der nächste Führer im Repräsentantenhaus wird, gesagt, also ein Blankoscheck für die Ukraine, den wird es mit uns nicht geben. Ist das jetzt Wahlkampfgetöse oder müssen die Ukrainer teils, da vielleicht teils, doch Befürchtungen haben? Also er hat nicht gesagt, dass wir kein Mittel zur Verfügung stellen. Er hat gesagt, kein Blankoscheck, mehr Kontrolle vielleicht. Aber wenn die Demokraten in den nächsten 6 Wochen zig Milliarden an den Präsidenten geben für diese Unterstützung, dann ist der Präsident für die kommenden 10, 12 Monate dann in der Lage, der Ukraine militärisch und auch also makro- oder finanzpolitisch zu unterstützen. Dankeschön. Ja, die Einschätzung eines Amerikaners mit weitem Blick auch auf Europa und Deutschland. Vielen Dank, Jeff Rehersky, fürs Hiersein.
Vielen Dank für die Einladung. Und während Deutschland dann irgendwann nachher schläft, werden wir hier natürlich beobachten, wie die ersten Wahlergebnisse einlaufen. Insgesamt übrigens aus 6 Zeitzonen. Und morgen Abend um diese Zeit wissen wir dann jedenfalls schon mehr und melden uns dann von hier auch wieder mit einem Heute-Journal aus Washington DC. Aber geben jetzt erstmal zurück zu Anne nach Mainz. Vielen Dank, Marietta. Und das Heute-Journal-Update um 0.30 Uhr schläft natürlich nicht und hält Sie über die Zwischenwahlen auf dem Laufenden und hat vielleicht schon erste Trends. Der Ausgang der Wahl in den USA könnte, wir haben es gehört, Konsequenzen für die amerikanische Außenpolitik haben. Der Fraktionschef der Republikaner hat bereits damit gedroht, die Militärhilfe für die Ukraine einschränken zu wollen, nach dem Motto America first, was geht uns die Ukraine an? Europa wäre mit der Unterstützung der Ukraine plötzlich allein zu Hause, auch wenn wir erst in ein paar Wochen oder Monaten wissen, was reale Politik wird. Unterdessen zieht sich der Krieg in die Länge. Die britische Aufklärung will wissen, dass Soldaten auf russischer Seite der Front bei Mariupol Panzersperren errichten, wohl weil sie eine ukrainische Rückeroberung fürchten. Gleichzeitig geht der Dauerbeschuss ukrainischer Orte weiter. Dara Hassanzadeh berichtet aus Nikopol. Streunende Hunde, zurückgelassen von ihren Besitzern, von ehemals 100.000 Bewohnern in Nikopol, sind 80.000 geflüchtet. Wer konnte, hat die Stadt verlassen. Wer geblieben ist, ist meist alt. Wir werden jeden Tag beschossen. Unser Haus wurde direkt getroffen und jetzt räumen wir die Trümmer weg. Mein Mann macht das. Ein paar Freunde helfen. Die Stadt ist in Reichweite der russischen Artillerie. Die Einschläge kommen von der anderen Seite des Flusses Dnipro. Dort steht auch das größte Atomkraftwerk Europas. Es ist von der russischen Armee besetzt und produziert nur noch Strom für die eigene Kühlung. Die russische Armee beschießt uns mit Artillerie vom Gelände des AKWs. Sie bewahren dort ihre Munition und Ausrüstung auf. Das AKW ist de facto zu einem Militärstützpunkt geworden. Wir wissen das und unsere Position bleibt dieselbe. Unserem Militär ist es verboten, das Gelände des AKWs oder Bereiche in der Nähe unter Beschuss zu nehmen. Dieses Verbot ist nicht diskutabel. So sind der ukrainischen Armee hier die Hände gebunden und echt. Schutz bieten den Menschen vor allem öffentliche Bunker. Holzplatten und Stühle dienen als Betten, Raum für 80 Menschen. Die Schlafplätze sind fest vergeben. Sie kommen jede Nacht, weil sie uns jede Nacht bombardieren von drüben aus Enorda. Sie sammeln Laub, als ob es ihr größtes Problem sei. Sie bauen tagsüber auf, was zuvor zerstört wurde. Es ist ein Kreislauf in diesem Krieg hier in Nikopol. Durchbrochen werden kann er wohl nur am Verhandlungstisch. Jeder Krieg endet mit Verhandlungen. Die einzige Frage ist nur, zu welchen Bedingungen, zu welchem Kompromiss man kommt. Sprechen wir von lokaler Ebene, dann müssen wir über das Atomkraftwerk und das umliegende Gebiet verhandeln. Eine Demilitarisierung des Atomkraftwerks würde den Menschen hier viele Sorgen nehmen, nicht nur ihnen. Wenn man sich den Rat von Experten holt, dann muss man damit leben, dass sie Dinge empfehlen, die man vielleicht selbst gar nicht so gut findet. So geschehen bei den 5 Wirtschaftsweisen, 3 Frauen und 2 Männer, die die Bundesregierung beraten. Sie verwarfen heute offenbar vieles, was die Koalition vorhat. Statt die Bürger gleichmäßig mit der Gießkanne zu entlasten, solle die Regierung doch bitte die Besserverdienenden zur Kasse bitten. Und zwar entweder mit einer vorübergehenden Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder einem Energiesoli. Fragen wir doch unsere Wirtschaftsweise Valerie Haller. Wie kommen denn diese Expertenvorschläge an der Börse an? Steuererhöhungen kommen bekanntlich an der Börse ja wirklich selten gut an. Entsprechend scharf fällt auch die Kritik aus. Die kommt von verschiedenen Seiten, von Wirtschaftsinstituten beispielsweise besonders scharf, aber reagiert der Mittelstand. Nicht allein gut verdienende Angestellte und Beamte werden durch sie besteuert, sondern auch die zigtausenden von Unternehmern, die gerade verzweifelt versuchen, ihre Firmen und damit Hunderttausende ihrer Arbeitsplätze durch die Energiekrise zu retten. Die Vorschläge enthalten viel
politischen Sprengstoff. Die Energiekrise soll nach Ansicht der Wirtschaftsweisen für den Staat bezahlbarer werden, aber auch sozialer. Denn vom Gießkannenprinzip der Entlastungen profitieren eben alle, nicht nur die Bedürftigen. Deshalb pochen die Wirtschaftsweisen auf Steuererhöhungen oder einen Energiesoli für Besserverdienende. Dies würde dazu beitragen, die Zielgenauigkeit des Gesamtpakets aus Entlastungen und Belastungen zu erhöhen und zu signalisieren, dass die Energiekrise solidarisch bewältigt werden muss. In diesem Gutachten demonstrieren die Wirtschaftsweisen ungewöhnliche Einigkeit. Das war in den vergangenen Jahren anders, als der Sachverständigenrat sogar regelrecht verkracht war. Doch mit Vielstimmigkeit findet man kaum Gehör. Diese Erkenntnis hat sich der Sachverständigenrat wohl nun zu Herzen genommen. Danke, Valerie, an die Börse nach Frankfurt. Und wir machen weiter mit den Nachrichten und Heinz Wolf. Und wir bleiben bei der Wirtschaft. Nach dem umstrittenen China-Geschäft im Hamburger Hafen ist jetzt der mögliche Verkauf einer Chipfertigung des Dortmunder Unternehmens Elmos in der Diskussion. Wirtschaftsminister Habeck verwies bei Bereichen kritische Sektoren wie Halbleiter und Chips auf höhere Hürden für chinesische Investments. Und das schließe für ihn Elmos mit ein. Offenbar soll bereits morgen das Bundeskabinett über ein Verkaufsverbot entscheiden. Bundesinnenministerin Faeser und BKA-Chef Münch haben eine neue Studie zu Sicherheit und Kriminalität in Deutschland vorgestellt. Ergebnis einer Befragung zu persönlichen Erfahrungen und zum Sicherheitsgefühl. Laut der Studie bewegt sich das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung insgesamt auf einem hohen Niveau. Allerdings meiden in der Dunkelheit 44% aller Befragten bestimmte Orte und 37% den öffentlichen Nahverkehr. Bei Frauen liegen diese Werte deutlich höher, bei 58 bzw. 52%. Am häufigsten berichteten die Befragten über Straftaten im Internet. Angst vor Betrug dort haben 42% und 27% machen keine Geldgeschäfte über das Internet. In Niedersachsen ist Ministerpräsident Weil vom Landtag erneut in sein Amt gewählt und vereidigt worden. Der SPD-Politiker startet damit in seine dritte Amtszeit. Die neue rot-grüne Landesregierung will noch in diesem Monat ein rund 1 Milliarde Euro schweres Energieentlastungspaket auf den Weg bringen. Weitere Schwerpunkte sollen etwa der Ausbau erneuerbarer Energien sowie mehr bezahlbarer Wohnraum sein. Ein Ergebnis aus der Fußball-Bundesliga von heute Abend. Wolfsburg hat gegen Borussia Dortmund 2:0 gewonnen. Die deutschen Handballerinnen bereiten sich bei der EM auf ihr letztes und entscheidendes Gruppenspiel vor. Morgen Abend trifft die Mannschaft auf die WM-Vierten aus Spanien. Dann geht es für sie um den Einzug in die Hauptrunde. Gestern Abend hatte das DHB-Team sein zweites EM-Spiel verloren. Die Mannschaft unterlag Gastgeber Montenegro mit 25:29. In der Toskana haben Archäologen einen spektakulären Fund gemacht. In einer versiegelten Thermalanlage fanden sie 24 Bronzestatuen etruskischer Gottheiten, die mehr als 2000 Jahre alt sein sollen. Durch den Thermalschlamm wurden die Statuen nahezu perfekt konserviert. Und zudem fanden die Forschenden tausende Münzen aus Bronze, Silber und Gold. Das war's von uns. Morgen also ein Heute-Journal aus Washington mit Marietta Slomka, den Wahlergebnissen und Analysen. Und wie gesagt, später um 0.30 Uhr meldet sich Gundula Gause mit dem Heute-Journal-Update. Einen schönen Abend und tschüss. Wiedersehen. Guten Abend. Morgen überquert uns die Kaltfront von Tief Philomena und bringt uns auch Regen. Wenn die Kaltfront abgezogen ist, übernimmt Hoch Charlie mit Sonnenschein, Nebel und Hochnebel. Der Regen setzt schon heute Nacht im Westen ein. Hier in Südostbayern bleibt es trocken und da bildet sich Nebel bei Temperaturen von +4 bis -1 Grad. Sonst bleiben die Nachttemperaturen milder. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen zwischen 11 und 16 Grad und der Regen der Nacht zieht weiter ostwärts. Am kräftigsten regnet es im Schwarzwald. Hier in Südostbayern kommt der Regen morgen noch gar nicht an. Nachmittags gibt es dann Schauer und Gewitter an der Nordseeküste. Und dann wird es von Tag zu Tag sonniger und ruhiger. Da es auf lange Frist jetzt aber immer kälter wird,
lohnt gerade ganz besonders ein Blick in die Erde. Tief unten ist es heiß. Mit dieser natürlichen Energie können wir klimafreundlich heizen. Bis zu 6 Kilometer tiefe Bohrungen sind nötig, um Geothermie zu nutzen. Wasser wird dazu in 200 Grad heißen Gesteinsschichten erwärmt. Woanders findet sich direkt warmes Thermalwasser zum Anzapfen, für Fernwärme oder um Strom zu erzeugen. Abgekühltes Wasser gelangt nach unten, ein Kreislauf entsteht. Geothermisch besonders interessant sind Norddeutschland, der Oberrhein und das Alpenvorland. Mehr auch zu den Risiken in einer halben Stunde bei Leschs Kosmos. Guten Abend.